Akzeptanz und das Verständnis für die Arbeit wird immer weniger. Ne? Und da wird es dann auch oft mal ein bisschen heftiger, dass sie da anfangen zu pöbeln oder ja, also es kommt auch tatsächlich vor, dass wir da regelmäßig die Polizei dann zuholen. Ne? Wir sind ja eigentlich der Freund und Helfer, aber immer wieder gibt es halt Situationen, in denen wir die Chance gar nicht bekommen, beziehungsweise in denen es uns einfach schwieriger gemacht wird. Tatsächlich haben wir es überwiegend mit Männern zu tun. Also das überrascht uns in der Kriminologie wenig, dass es sich hauptsächlich um Männer zwischen 20 und 39 Jahren etwa handelt. Wir haben viele alkoholisierte Personen dabei, also oftmals spielt auch eine Drogenintoxikation eine Rolle, was aber nicht bedeutet, dass das das in irgendeiner Form erklärt oder entschuldigt. Die Anzeigen, die bei uns passieren, die werden nicht verfolgt. Und da wünsche ich mir einfach, dass ich sag mal, die Justiz diese Sachen nicht fallen lässt, sondern daraus ein öffentliches Interesse macht. Meine Kollegen melden sich nicht, weil die sagen, ja, passiert ja eh nichts.